4,5 Millionen verkaufte Alben, 25 Gold- und Platin-Auszeichnungen und weltweit begeisterte Fans bei den Tourneen. Der Geiger David Garrett gehört zu den erfolgreichsten MusikerInnen dieser Zeit. Es ist halt manchmal schon ein verrückter Moment, wenn man hier sitzt und sich überlegt, dass man mit einem Instrument, was über 300 Jahre alt ist, es geschafft hat, ein unglaubliches Leben so aufzubauen. David Garretts Erfolgsrezept ist sein Crossover aus Rock, Pop und Klassik. Das einstige Wunderkind gönnt sich keine Pausen. Ich arbeite am meisten in Mallorca, muss ich echt sagen. Für mich ist das so der Moment, wo, deswegen verlasse ich ja das Haus ja noch nicht so oft, weil ich so in the zone bin für kreative Ideen, dass ich den ganzen Tag rumbastel. Also es kann echt so sein, dass ich 10 Tage in Mallorca irgendwie 8-9 Stunden mindestens arbeite pro Tag. Dann gehe ich nach Berlin und weiß, ach ja, in Berlin kann ich es ein bisschen easier angehen lassen. Aber ist ja auch schön. Du machst das Fenster oder den Balkon auf. Es fühlt sich ja nicht nach Arbeit an. Fängst irgendwie um 10 Uhr morgens an, plötzlich ist 11 Uhr abends, die Sonne ist schon untergegangen. Du denkst so, naja, das war aber ein geiler Arbeitstag. Keine Moderation am Anfang, also direkt wahrscheinlich durch den Saal auf die Bühne, oldschool-technisch. Und dann schönen guten Abend, sagen wir mal Berlin. 3 Jahre ist es her, dass wir uns gesehen haben. 3 Jahre ohne eine Tour, ohne Live-Konzerte. Als Künstler, der gerne auf der Bühne steht, ist mir das sehr schwer gefallen. Ich habe noch 2 Geschichten, die ich ausprobieren wollte. Ich will mal deine Reaktion wissen. Ich glaube nicht, dass sie es in die Tourtexte schaffen. Es sei denn, du liegst jetzt am Boden und sagst, geile Scheiße. Okay. Ich bin gespannt. Kenne ich die schon? Nee. Also, seit über 2 Jahren bin ich in einer festen Beziehung. Da muss ich übrigens 3 Jahre schreiben. Ist ja schon mittlerweile veraltet hier. Seit über 3 Jahren. Zack. Unsere Unabhängigkeit ist uns allerdings sehr wichtig, deshalb sind wir noch nicht zusammengezogen. Vor kurzem hatte ich einen TV-Auftritt in Köln und konnte abends nicht mehr zurück nach Berlin. Ich habe meiner Freundin zum allerersten Mal angeboten, in meiner Wohnung alleine zu übernachten. Aber ist es nicht komisch, dass sie das erste Mal nach 3 Jahren bei dir alleine in der Wohnung übernachtet? Nein. Das ist sie hat ja auch eine eigene früh, Wohnung, oder? Und sie besteht halt auch auf Unabhängigkeit. Und ich finde, das ist wichtig, dass wir das. Ich bin ja auch wahrscheinlich nicht mehr so häufig in Berlin in den nächsten paar Monaten. Also finde ich okay. Was stellst du mir so eine beschissene Frage hier? Ich rede mich um Kopf und Kragen. Ja. Wir machen Texte hier. So. Stell dir vor, du läufst mit jemandem als Tourmanager und Manager rum und es gibt kein Gesprächsthema. Bei uns gibt es immer ein Gesprächsthema. Und wenn es nichts gibt, dann suchen wir uns eins aus. Und dann geht es auch nur um Pro und Contra. Also erst Contra, ich bin Pro. Ich bin ja ein produktiver Mensch. Das ist natürlich eine ganz besondere Beziehung. Die ist mittlerweile, ich glaube, wir sind 12 oder 13 Jahre mittlerweile freundschaftlich und beruflich miteinander verbunden. Und ohne, dass er jetzt hier ist, würde ich sagen, der sieht das genauso wie ich. Das ist wirklich ein Geschenk. Das ist toll. Während der Corona-Zwangspause ohne Konzerte hat sich David Garrett einen schon lange geplanten Wunsch erfüllt und seine Autobiografie geschrieben. Seit Wochen steht sein Buch in den Top 10 der deutschen Bestsellerlisten. Hallo! Ist das toll, dass du da bist? Ja, live von der Frau. Ich glaube ja. Oh. Danke. Gitti. Ja. Freut mich, dich kennenzulernen. Eigentlich Brigitte, aber alle sagen Gitti. Gitti, insofern schreiben wir mal für Gitti, bitte. Oder? Ja, für Gitti. Bitte. Ja. Ach, das ist so schön. Ich schon echt lange nicht geschlafen. So. Hast du es schon durchgelesen? Nur wegen dir, ja. Natürlich. Das ist ein Geschenk von meiner Mutter an meine Tante und an meinen Onkel für Christiane und Rainer von Gisela und dann euer Okay, David. Das kriegen wir hin. Super. Und mega. Ich komme aus Italien. Aus Italien? So weit? Machst du Urlaub hier oder wohnst du? Ich bin nur wegen dir hier. Nur wegen mir? Und ich hätte gerne meine Geige. Deine Geige? Jetzt bin ich irritiert. Du wolltest mir das zeichnen. Ach so, ich habe versprochen. Gottes Willen. Aber du willst das nicht tätowieren lassen. Oh, das will sie. Mal's bitte schön. Egal was. Ich gebe mir hier wirklich vollste Mühe, okay?
Also ein Maler ist an mir wirklich nicht verloren gegangen. Was wäre ich ohne meine Geige? Ich habe mir diese Frage mehr als einmal in meinem Leben gestellt, habe versucht, mir ein Leben ohne Geige vorzustellen und habe es nicht gekonnt, denn ich bin geigenbesessen. Ich liebe Geigen, sie üben auf mich eine unwiderstehliche Faszination aus. Und nicht alleine wegen der Musik, es ist die Geige selbst. Cremona in Italien, die Hauptstadt des Geigenbaus seit dem 17. Jahrhundert. Hier lebte und arbeitete der berühmteste Geigenbauer Antonio Stradivari. Seine Geigen sind weltweit die begehrtesten, ihr Klang ist einzigartig. Im Geigenmuseum von Cremona ist David Garrett ein häufiger Gast, denn auch ihn begeistern Stradivari-Geigen aus der goldenen Ära. Die Il Cremonese von 1715. Das ist also das breite Holz, was heutzutage sozusagen visuell einen richtig catcht. Das ist einfach der Wow-Faktor. Das beste Holz, was es gibt. Die schönste Verarbeitung, der schönste Lack, transparent, aber immer noch mit Feuer, mit Intensität. Und das Modell ist einfach bis heute, und die Geige 1715, bis heute gibt's nichts Besseres. Hat keiner das Rad neu erfunden seit Stradivari. Good to see you. Hey Greg, schön dich zu sehen. Welcome. Good to see you. Good to see you. Einer der besten Geigenbauer unserer Zeit ist Greg Elf, Professor an der Akademie für Geigenbau in Cremona. Er will David Garrett seine neueste Kreation präsentieren, einen Nachbau der Lieblingsgeige von Yehudi Menuhin, die 1742 vom Geigenbaumeister Guarneri del Gesù angefertigt wurde. Ich bin echt gespannt, was du auf dem Rücken hast. Mit Sicherheit was sehr Schönes. Es ist ein Prototyp, ich zeig ihn dir. This is, sieht verdammt nach der Lord Wilton aus. Wow, you are very. This is. Ja, da kenne ich mich ganz gut aus. That is really. Das ist wirklich erstaunlich, David. Oh, beautiful. Sehr schönes Exemplar. Toller Nachbau von der Lord Wilton 1742. Tolles Exemplar. Copy. Wow. That's a beautiful copy. Wow. I mean, that's a great. Echt eine schöne moderne Geige, wirklich gut. Really good, really good. That's as good as. Ich glaube, besser kann man sie nicht bauen. Wirklich sehr schön. Leicht zu spielen, gute Balance. Great smoothness. And that's like. Das ist ja so das Schwierigste beim modernen Geigen. Sie fühlen sich immer ein Stück weit zu neu an, haben diese gewisse Frische. Aber man hat immer das Gefühl, man muss sie 10 Jahre lang einspielen und durchkneten. Das ist bei dieser Geige überhaupt nicht der Fall. In Berlin verbringt David Garrett die meiste Zeit. Auch seine Mutter Dove Marie Garrett lebt hier. Na, ready to roll? Ja, ready to roll. Die gebürtige US-Amerikanerin und ehemalige Prima Ballerina spielte in Davids Kindheit nur die zweite Geige. Im Gegensatz zu Davids Vater, der auch sein erster Geigenlehrer war. Ich bin hier nach Berlin gekommen, weil erstens er wollte eine neue Wohnung haben. Dafür hat er mir seine alte Wohnung gegeben und hat gesagt, willst du nicht nach Berlin kommen? Und die zweite Gründe hat auch gesagt, wir haben viel nachzuholen, weil ich war viel unterwegs mit Papa damals und wir haben wenig miteinander Zeit verbracht. Ich würde dich auch ganz gerne mal in der Nähe haben. Ich weiß gar nicht, ob jetzt Berlin Hauptsitz ist, weil ich natürlich schon gerne auch Zeit noch in New York verbringe. Ich glaube, in den letzten 2,5 Jahren war halt pandemiemäßig so Reisen halt ein bisschen komplizierter.
Und da meine Mama hier auch in Berlin ansässig ist und ich auch meine Schwester in Hamburg habe und mein Papa in Aachen, dann habe ich gedacht, irgendwie macht das gerade so ein bisschen mehr Sinn, dass ich in Berlin öfters bin, obwohl ich New York schon ab und zu vermisse. Das muss ich fairerweise sagen. Du hast das Zeug gewaschen, oder? Absolut. Sehr gut. Also, es gibt gewisse Dinge da, muss ich einfach ehrlich gestehen. Ich weiß. Ist nicht meine Welt. Obwohl ich sehr gerne esse. Aber du isst sehr gesund. Das ist ehrlich und nicht übertrieben. Ich hatte mal so eine Phase, habe ich echt irgendwie so zugenommen. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie Gemütlichkeit war oder Stress. Das weiß ich bis heute nicht. Aber irgendwann habe ich dann so eine Nachricht bekommen, ich weiß nicht, über Facebook oder Instagram. Erinnere ich mich bis heute. Es gibt ja so gewisse Wörter und Sätze, die klingen nach. Und da hieß es irgendwie so, der nette Hamster, Diät und Sport ganz schnell. Es war auch so ein gebrochenes Deutsch, wahrscheinlich so Google Translate. Das ist bestimmt 7 Jahre her. Aber bis heute, das hat gesessen. Da habe ich gesagt, okay, ich bin ja kritikfähig. Und sie hatte recht. So, da hatte ich echt Salat zu viel drauf auf den Hüften. Kennst du was? Ja, klar. Dankeschön. Wirklich, wirklich zu viel drauf. Und dann habe ich echt mal so rigoros, mal in ganz kurzer Zeit, ich weiß nicht, ob das gesund war, aber in ganz kurzer Zeit, ich habe es echt nur mit Sport und guter Ernährung gemacht. Und war mal 14 Kilo runter. Ja, klar. Und war ein bisschen zu viel, dann habe ich wieder ein paar Kilo drauf. Aber ich will jetzt nicht das Gewicht sagen, aber das war schon, das war nicht so ganz gesund. Mit Berlin verbindet David Garrett auch die Philharmonie, einer seiner musikalischen Lieblingsorte seit seiner Kindheit. Das ist schon die heilige Halle in Deutschland. Das muss man wirklich sagen. Das ist das höchste der Gefühle. Und auch vom Prestige her ist das die Halle in Deutschland. Für mich war das auch was ganz Besonderes, hier zum ersten Mal zu spielen. Jetzt muss man wissen, Berliner Philharmonie habe ich nicht in meiner Kindheit gespielt. Das war immer so ein To-Do-List für mich. Und das allererste Mal habe ich hier gespielt. Da muss ich 31 Jahre alt gewesen sein. Und das war für mich natürlich immer die Halle mit der größten Nervosität und Anspannung. Es macht es nicht leichter, karrieretechnisch in der Klassikwelt Crossover zu machen. Es macht es überhaupt nicht leichter. Es sieht leichter aus, weil man populär ist. Aber dieses kleine Universum der klassischen Musik, der wird dadurch nicht einfacher zu bespielen. Ganz im Gegenteil. Ich habe als 8-, 9-, 10-, 11-Jähriger hier irgendwo im Saal gesessen, mir die große Kunst auf der Bühne angehört. Und wenn sich die Möglichkeit ergab und der Dirigent in der Pause etwas Zeit hatte, dann war also auch im Vorhinein organisiert, dass ich ihm etwas vorspiele. Dann habe ich die Geige genommen, bin auf die Bühne gerannt sozusagen und habe ein bisschen Johann Sebastian Bach oder ein bisschen Sibelius oder Brahms Konzert gespielt. Und Subin oder Barenboim oder Ozawa, die saßen dann irgendwie so in der dritten, vierten Reihe unten. Und so lief das damals mit den Auditions ab. Du hast selber sehr hohe Erwartungen, wenn du hier bist. Höher, als wenn du vielleicht irgendwo anders auftrittst. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil ich dieses Venue, diese Halle auch mit meiner Kindheit verbinde und mit diesen großen Künstlern, die ich hier alle auch live gesehen habe. Ich habe ja nicht nur Leuten hier vorgespielt, ich habe ja gleichzeitig die Konzerte erlebt. Die sind ja nicht wegen mir hier angereist, die hatten alle Konzerte und Auftritte in der Philharmonie und haben in der Pause sich Zeit genommen für mich, manchmal auf der Bühne vorgespielt, manchmal hier und haben hier wirklich als ganz, ganz junges Kind mir die Zeit gegeben, denen vorzuspielen. Und das fand ich schon damals sehr beeindruckend. Ich erinnere mich an die erste Begegnung. Ich glaube, er war 12 oder 13 Jahre alt. Es war in Berlin und ich spielte ein Konzert und er kam hinter die Bühne und spielte für mich. Ich war sehr beeindruckt. Ich fand, dass er sehr gut war.
Ich glaube, es war ein bisschen Paganini Caprice und ein Teil eines Mozart-Konzerts, was mir sehr gut gefiel. Wissen Sie, Paganini zu spielen ist einfach, wenn man eine gute Technik hat. Aber Mozart zu spielen, dafür muss man ein Musiker sein. Und ich war beeindruckt. You need to be a musician, so, and I was impressed. So. Hamann ist ja ein sehr amüsanter Mensch und lebensfroher Mensch. Und er hat dann immer ein breites Grinsen auf dem Gesicht gehabt. Also es waren schon so Anzeichen, dass es nicht so schlecht ist. Ich habe seinen Mozart gehört. Sein Mozart war gut. Und wissen Sie, Mozart zu spielen ist wie für Chefköche, ein Huhn zu braten. Man kann alle möglichen ausgefallenen Gewürze benutzen, aber kann man einen Huhn braten? Mit der Musik ist es das Gleiche. Ich kann Paganini spielen, das kann ich. Aber können Sie eine Phrase von Mozart spielen? Wie gefällt Ihnen diese kleine Analyse von Hähnchen zu Mozart? Wenn Sie normalerweise ein Kind hören, auch was sehr begabt ist, was mit 10, 11, 12 Jahren auch virtuos spielt, dann ist es immer ein kindlicher Ton. Fast immer. Es gibt ganz seltene Ausnahmen, zu denen auch David gehört, aber auch Yehudi Menuhin zum Beispiel, wo Albert Einstein damals sagte, als er Menuhin hörte mit 11 Jahren das Beethoven-Konzert spielen, jetzt glaube ich, dass es einen lieben Gott gibt. Weil das ist normalerweise nicht zu erklären, dass ein Kind einen Ton hat wie ein erwachsener, hochbegabter Profi. Ich glaube, dass man bei mir auch viel Trauer schon gehört hat bei den richtigen Momenten in der Musik, weil auch viel Trauer bei mir auch früh in meinem Leben drin war. Viel Schmerz. Bereits im Alter von 4 Jahren beginnt David mit dem Geigenunterricht beim Vater, der sein besonderes Talent erkennt. Hier sehen Sie Davids allererste Geige. Das ist, glaube ich, eine 16. Geige. Die ist tatsächlich von David damals benutzt worden. Man sieht auch hier noch eine kleine Schadstelle. David ist damals gestürzt mit der Geige und dann ist die Schnecke abgebrochen. Und mein eigener Geigenlehrer hat in Heimarbeit das hier repariert mit einem Ersatzstück, was hier dran gesetzt ist, damit die Schnecke wieder den Druck aushält durch die Saiten. Es gibt den Geiger-Typ, der mit den Wurstelfingern. Und David hatte als Kind richtige, schöne Wurstelfinger, konnte dadurch auch sauber greifen. Natürlich passiert das auch mit dem Kopf, aber auch mit den Fingern. Wenn die Finger zu klein sind, dann ist man schnell daneben. Aber David hatte gute Finger zum Geigen gehabt. Und insoweit war er schon von Anfang an der Geiger-Typ. Er war schon eine Herz und eine Seele mit dem Instrument. Es war wie eins. Unser Vater ist ja Geigenauktionator, der hat also Keller voll und auch der Wohnräume immer voller Geigen. Also das war schon sehr natürlich. Ja, da liegen Geigen überall herum. Ja, man spielt die dann auch. Ne? Für mich hat sich das immer toll angehört. Schon mit 5 oder 6 habe ich gedacht, ich spiele schon wie ein Weltmeister. Rückblickend, wenn ich mir Videos angucke, nicht so ganz. Ich würde sagen, wenn ich mir Sachen anhöre, die ich gemacht habe, erkenne ich riesengroße Fortschritte zwischen dem Alter 5 und 8. Da ging es wirklich spieltechnisch so nach oben. Er hat ja schon mit 10 Jahren große Konzerte gegeben. Der Name Bongartz hört sich international nicht so gut an wie der Name meiner Ex-Frau, Garrett. Ich habe damals auch große Schwierigkeiten gehabt mit meiner Familie. Die haben das nicht so gut gefunden. Aber im Nachhinein war das ja auch keine falsche Entscheidung gewesen. Natürlich hat mein Papa eine ganz große Liebe zur Musik, auch zum Geigenspiel. Er spielt ja selber Geige. Er wollte auch selber
Geige professionell als Beruf ausüben. Das hat mit seinen Fähigkeiten nicht geklappt. Natürlich hat er ein Stück weit das sehr genossen, dass ich das Talent hatte und habe. Und hat sich ein Stück weit sicherlich auch in mich hinein projiziert. Dieser Druck wird ja jedes Jahr größer. Von einem Konzert zum nächsten Konzert sind die Erwartungen immer mehr. Wenn du mit 8 Jahren so spielst wie mit 7 Jahren, heißt es, selbst wenn du nur das Level hältst, es hat sich nicht entwickelt. Druck gab es von allen Seiten und auch von sich aus selbst. Und mein Bruder hat sicherlich mehr Druck erfahren, sowohl von sich als auch von außen, als so ziemlich jeder andere Mensch in meinem Leben gehabt hat. Die erste Migräneattacke, die ich hatte, war nach dem Berio-Konzert mit 7 Jahren damals oder 6, 7 Jahren in Lübeck. Dann habe ich wirklich ein Ei hier auf der linken Seite gehabt und die über Stunden. Und die einzige Möglichkeit, dass die Migräne wegging, war Erbrechen. Und das habe ich wirklich durch meine Kindheit bis zum 16., 17. Lebensjahr gehabt. So. Also das war schon irgendwie ein Ventil von meinem Körper, der gesagt hat, ist zu viel Druck gerade. Und ich weiß mich nicht anders zu wehren. Ja, in der Schule denken die ihm wahrscheinlich immer, ach, der kann da reisen nach Lübeck oder Berlin oder der kann da mal nach England fahren und dann nach New York und dann sagen die, der hat's gut. Naja, aber ich denke, es ist auch Arbeit. Dann habe ich noch eine Bitte an den Konzertmeister, weil ich spiele immer so. Ja. Scheiße. Ich will das in der ersten Lage spielen können, weil sonst. Gut, das muss man selbst so Konzertmeister sagen. Hier ist eine ganze Galerie von Davids Leben. Zum Beispiel sehen Sie hier David mit Luciano Pavarotti in Sonthofen. Das war eine Veranstaltung der Deutschen Grammophon. Und Luciano Pavarotti hat David auch einen Kommentar geschrieben, 3-mal Bravo und dann signiert. Das ist hier ein Album aus dem Jahre 1992, also David war gerade mal 12 Jahre alt. Die Reise ging nach England, wo auch ein Meisterkurs stattfand mit Ida Händel. Ida Händel fragte dann vor dem versammelten Plenum der Musikstudenten, David, was möchtest du mir denn vorspielen? Dann kam David mit so einem Stoß von Noten an, warf den Stoß auf den Tisch und sagte dann so ziemlich selbstbewusst, um nicht zu sagen arrogant, suchen Sie sich was aus. Ida Händel guckte dann sehr erstaunt und hat sich dann wohl gedacht, na warte, dann wollen wir mal sehen, hat dann das Tschaikowski-Violinkonzert ausgesucht. Und David hat dann das Tschaikowski-Violinkonzert hier, sehen Sie das dann, gespielt und dann hat aber keiner mehr gelacht. Ich hatte schon eine ganz große Verantwortung, zumindest subjektiv gefühlt. Die Verantwortung, wenn ich gut abliefere, dann ist die Stimmung auch sehr gut in der Familie. Subjektiv war das mein Empfinden. David ist auch hart im Nehmen. Ich habe das auch gemerkt. Und später war das so, dass man... ich merkte, wenn man sich mal reinmischt oder mal irgendwas sagte, dann eskalierte das. Und das war auch nicht gut. Das war nicht gut. So, dann war in der ganzen Familie vielleicht der Haussegen schief in dem Moment. Das war auch nicht gut für David. Natürlich sitzt du dann oben im Zimmerchen, im Kinderzimmer und weinst oft, weil die Stimmung schlecht ist, weil du nicht das abgeliefert hast, was du auch von dir selber erwartest. Manchmal auch dich hinterfragst, warum überhaupt schlechte Stimmung ist, weil du der Meinung bist, alles abgeliefert und abgerufen zu haben. Wenn es mal Tage gab, wo es nicht so 100% gelaufen ist, dann bin ich immer zu ihm abends ans Bett gegangen und habe ihm gesagt, es tut mir leid, dass es heute nicht so gut gelaufen ist, aber du bist doch der Beste und wenn ich heute zu streng zu dir war, dann entschuldige bitte. Es kommen immer solche Tage vor und wissen Sie, es ist eine Gratwanderung, als Vater, Lehrer und Vater zu sein.
Eigentlich ist das ein Ding der Unmöglichkeit. Ich glaube, meinem Vater war es wichtiger, ein toller Lehrer zu sein. Für mich, dass aus mir etwas wird. Da hatte er akzeptiert, ein vielleicht nicht so guter Vater manchmal zu sein. Aber diese Entscheidung hat er aus Liebe getroffen. Mit 13 Jahren erhält David seinen ersten Plattenvertrag. Als er 15 ist, behauptet der Vater dem Label gegenüber, er könne bereits die 24 Paganini-Kapricen spielen. David beherrscht jedoch erst 3 der sehr anspruchsvollen Stücke. In einem Kraftakt muss er sich in nur 2 Monaten die restlichen Kapricen selbst beibringen. Nach den Kapricen hat sich etwas bei mir im Körper verändert. Ich will nicht sagen, dass was gebrochen war, aber irgendwas war nicht mehr so wie vorher. Das fing an mit einem leichten Ziehen hier im linken Arm und ein Verlust der Agilität, ein Verlust der Leichtigkeit. Immer mit einem Ziehen hier in dem Arm, teilweise auch bis in den Rücken. Und ich muss sagen, dass wir 2 Jahre nicht uns richtig darum gekümmert haben. Ich wollte nicht mehr spielen. Spielen war für mich Schmerz. Für 2,5 Jahre auf die Bühne gehen war für mich angsteinflößend plötzlich. Weil mein Körper schwach gemacht hat, allerdings die Leistung immer noch dieselbe sein musste. Und besser. Das ist ja schon ein Motor, der läuft, ne? Wie so ein großes Schiff. Das hält man jetzt nicht mal so an und sagt, hier, komm, der Junge macht jetzt 6 Monate Pause. Hat irgendwie keiner da den Stecker gezogen. Schließlich zieht David selbst den Stecker. Schon lange träumt er davon, in New York zu studieren. Geprägt vom amerikanischen Traum der Mutter will David sich selbst und der Familie beweisen, dass er es schaffen kann, an der renommierten Juilliard School aufgenommen zu werden. Papa war vehement dagegen, dass ich nach New York ziehe, dass ich studieren gehe. Ich weiß, seine Argumentation war, du bist ein ausgebildeter Geiger für ihn. Du hast Plattenvertrag mit einem ganz großen Label. Und deine Karriere ist sozusagen schon auf dem Weg. Du musst doch nicht noch studieren gehen. Im Gegenteil, wenn du jetzt mit 18, nachdem du so früh so viel Erfolg hast, nochmal studierst, dann ist direkt in der gesamten Musikwelt, die dich kennen, die Frage, warum studiert er denn? Ist der nicht gut genug? Dieser Vibe, der hier auch ein Stück weit in der Luft ist, man kann es schaffen. If you can make it here, you can make it anywhere. Das ist schon etwas, was mich schon von ganz, ganz klein auf geprägt hat und auch inspiriert hat. Die Juilliard School ist das führende Musikkonservatorium der USA. Jedes Jahr schaffen es nur eine Handvoll junger MusikerInnen, die strenge Aufnahmeprüfung zu bestehen. Davids größter Wunsch war, der Koryphäe Itzhak Perlman zu studieren. Ich bin kein Plan-B-Mensch, also habe ich bei 1 Perlman reingeschrieben, bei Option 2 Perlman und bei Option 3 Perlman. Man will ja jetzt nicht irgendwie Optionen verschenken. Ich bin damals nach Boston geflogen und nicht nach New York, weil meine Eltern ja nicht wissen sollten, dass ich in New York mich bei der Juilliard School bewerbe. Also bin ich nach Boston geflogen zu meinem Bruder und habe dann mit dem Chinatown Bus die Strecke nach New York überwunden sozusagen und bin dann von Chinatown hier natürlich im Schneegestöber hier mit dem Taxi hoch, dann hinten in den Green Room rein und dann hieß es, Mr. Christian Bongartz, please come to stage. Und dann bin ich mit eiskalten Händen auf die Bühne hier und habe Bartoks 2. Violinkonzert angefangen zu spielen. Und es scheint wohl dann doch gut angekommen zu sein. Ich habe David als Schüler akzeptiert, weil er gut war. Wissen Sie, er war auf einem Level, das es mir ermöglichte, mit ihm über Musik zu diskutieren. Ich musste mit ihm nicht über die Grundlagen sprechen, denn die hatte er alle drauf. Ich wurde ganz überrascht dadurch und war natürlich auch etwas enttäuscht und fühlte mich auch übertölpelt, weil ich nicht davon ausging, dass David tatsächlich nach New York geht. Wie gesagt, er war ja schon ein kompletter, ein fertiger Geiger. Mein Vater hat sich dann dagegen entschieden, mir da finanziell unter die Arme zu greifen. Ich fand es immer etwas schade, weil
er das Studium von meinem Bruder finanziert hat. Aber ich hätte das Studium nie so ernst genommen, wenn mein Papa das bezahlt hätte. Insofern, so traurig ich das in dem Moment empfunden habe, war das die größte Motivation auf der anderen Seite, jetzt erst recht. Und ich bin so ein Jetzt-erst-recht-Typ. Ich muss mit dem Rücken gegen die Wand stehen, um dann nach vorne zu gehen. Also hier sind überall hunderte von kleinen Übungsräumen mit kleinen Fenstern nach draußen zu gucken. Und hier ist man immer im Kreis gelaufen, um damals ein Zimmerchen zu ergattern. Mittlerweile haben die das mit Computer, sodass man sich das für eine gewisse Uhrzeit anmieten kann. Aber früher ist man hier im Kreis gelaufen, um ein kleines Zimmerchen zu bekommen. Tschaikowski-Symphonie nebenan. Das ist ein typischer Übungsraum. Geige hier ausgepackt, gestimmt. Und Spiegel gibt es natürlich hier auch, dass man die Bewegungsabläufe auch ein bisschen visuell kontrollieren kann. Und in dem Moment, wo du aus dem Raum rausgegangen bist, kamen andere Leute rein. Also, was hast du gemacht? Geige wieder eingepackt, hier vorne hingelegt, dass jeder sehen konnte, dass der Raum besetzt ist. Und hast dich dann einfach unter den Flügel hingelegt, ein, zwei Stunden gepennt, aufgewacht, drüben ein bisschen Wasser dir wieder genommen und dann weiter hier gearbeitet. G-Moll, das ist das, woran ich arbeite gerade. Sehr einfacher Verse. Jetzt Chorus muss natürlich ein bisschen gigantischer sein. Ich mag die Harmonien sehr gerne hier. Besonders schon was ein bisschen Beethoven. Und dann man könnte, da überlege ich noch, genau, so muss es sein, genau. Ich bin ja hierher gekommen, weil ich was anderes gesucht habe als die große Bühne. Ich habe die große Bühne hier oben gesucht und die Gott sei Dank auch gefunden. Was natürlich den Nachteil mit sich gebracht hat, dass nach 4 Jahren Studium ich wieder von Null anfangen musste. Aber mir war von Null anfangen mit meinen Intentionen 1000-mal wichtiger als von 60 anfangen mit den Intentionen anderer. Hi. Ich glaube, das bist du unter der Maske. Komm rein. Nicht zu nah. Ich pass auf, ich bleibe auf Abstand. Ich habe die Geschichte erzählt, wie du zum Unterricht mit einer Jeans kamst, die Löcher hatte. Und ich sagte zu dir, kannst du es dir nicht leisten, ein paar Klamotten zu kaufen? Und du sagtest, machst du Witze? Die sind so teuer wegen der Löcher. Daran habe ich mich immer erinnert. Ja, das war der Anfang vom Anfang. Tja, das war wirklich der Anfang von einem wunderschönen Leben. Ich habe es wirklich hinbekommen, etwas Eigenes zu schaffen. Das hast du ja immer gesagt, das Beste ist, wenn man etwas Eigenes kreiert. Erinnerst du dich? Solange man wirklich weiß, was man tut und das mit vollem Herzen. Aber man darf es nicht erzwingen. Man muss es einfach machen, damit es funktioniert. Jetzt kommen wir in meine Lieblingsabteilung. Und zwar vor, Gott, das ist ja mittlerweile 18 Jahre her, habe ich dann hier gesessen. Hier sind über Tausende von wunderschönen LPs, Langspielplatten, von den besten Künstlern, mit den besten Orchestern, den größten Dirigenten. Und ich habe dort an dem Plattenspieler, damals gab es noch ein paar mehr, aber dort an dem Plattenspieler gesessen und während ich dort gearbeitet habe, ihr seht, es ist jetzt nicht zu viele Leute, die rein und rauskommen, man hat also Zeit, dann habe ich da immer gesessen und mir Musik für Stunden angehört. Alles, was du auf der Geige spielen kannst, was jemals geschrieben worden ist für dieses Instrument oder fürs Klavier oder für die Viola oder fürs Cello, das ist hier in dieser Bibliothek vorhanden. Hier sind noch meine Fingersätze drin. Weil ich habe das damals mit Perman gearbeitet und aus irgendeinem Grund sind sie immer noch drin. Deswegen habe ich es gerade gesucht. Normalerweise radieren die das alles raus, aber es scheint irgendwie keiner mehr gespielt zu haben in den letzten 10 Jahren. Legacy Beethoven Konzert, Rock Revolution. Haha. Garrett vs. Paganini. Yay. Da drehe ich gerade durch. Also dann hast du es geschafft, wenn deine Alben in der Juilliard School zu bekommen sind. Und nicht nur die Classics, sondern auch die Crossover. Yes!
Ich bin jetzt total begeistert. Sorry. He is probably the most, er ist wahrscheinlich der begabteste Geiger, wenn es um diesen Bereich der Popmusik geht. Denn er spielt nicht einfach nur irgendwas, sondern er beherrscht die Technik, den Sound und so weiter. Real, you know, technique and sound and so on and so forth. So, but then he was telling me. Dann sagte er mir, weißt du, diese ganze Sache ist für den Zweck, dass ich jetzt Konzerte spielen kann. Ich könnte das Brahms-Konzert spielen und es aufnehmen und die Kapricen aufnehmen und ich kann klassische Musik machen. Diese ganze Sache mit der Popmusik und die Sache mit David Garrett und dem Publikum diente also dem Zweck, das zu tun, was er von Anfang an wollte. Ohne den Druck des strengen Vaters und der Klassikwelt genießt David Garrett in New York erstmals das Leben und seine Freiheit. Hier holt er seine verlorene Kindheit und Jugend nach. Die schönsten Beziehungen hatte ich, also bis auf meine Freundin jetzt, in der Zeit meines Colleges und natürlich auch in der Zeit danach, so die 2, 3 Jahre, bevor es dann wirklich losging. Geld hat immer Öl ins Feuer gegossen, was Beziehungen angeht. Ab einem gewissen Standard, den ich dann auch gehabt habe in meinem Leben, was Wohnungen angeht und so weiter, das war oft die falschen Menschen. Aber man hat das dann doch gerade beim Auseinanderleben, wo man dann nicht mehr zufrieden und glücklich war und nicht mehr verliebt war, dann ging es plötzlich immer nur um, ja, jetzt habe ich meine Zeit mit dir verbracht, dafür will ich aber das und das jetzt haben. Habe ich schon geschluckt. Das war ein Stück weit auch von mir Naivität gepaart mit Ego, zu zeigen, was man verdient hat, zu zeigen, wie erfolgreich man ist. Ne? Da muss man ganz vorsichtig sein. Das führt zu den falschen Sachen im Leben. Ist immer schön, wenn man natürlich auch präsentieren kann und man ist Host und man hat eine tolle Bude. Und natürlich ist man stolz drauf. Weißt du, dieser Mythos vom Tellerwäscher zum Millionär, der ist mir ja sogar in New York gelungen. Aber ich habe es ein bisschen extrem raushängen lassen. Ne? Sportwagen vor der Türe, geile Bude in Chelsea. War alles ein bisschen viel. Immer wenn er in New York ist, besucht David Hi. Garrett den Geigenhändler Jason Price. How's it going? Welcome. Thank you very much. Is Hi, ist Jason schon hier? Ah, ich sehe ihn schon. Hey, Jason. David, wie geht's? Thank you very much for making this vielen, vielen Dank, dass es geklappt hat. Ich weiß, du hast extra noch einen Tag hier in New York drangehangen. Sehr gern. Wir kennen David, weil er nebenan gewohnt hat. Er hatte ein Apartment in der 54. Straße, also genau um die Ecke. Für ein paar neue Seiten konnte er schnell herkommen, ohne eine Jacke anzuziehen. Und daraus wurde, offen gesagt, eine Geigenfreundschaft. Wir haben immer so eine Art Spiel, was ich bei allen Geigenhändlern weltweit mache. Er bringt ein Instrument raus, was ich nicht kenne, und ich sage ihm innerhalb von 10 Sekunden, was es ist. Na, da wollen wir mal sehen. Bist du bereit? Ich bin immer bereit. Fangen wir mit der Decke an. Wir starten mit der Rückseite. Okay. Sieht schwerst nach Stradivari aus. Sag uns das Jahr. Also definitiv goldene Periode, aber eher frühe goldene Periode. Ich würde sagen 1707. Du liegst nur um 2 Jahre falsch. 1709. Das ist ziemlich beeindruckend. Das ist gut. Ich bringe dir noch eine. Und er weiß nicht, was kommt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich hoffe, es wird mal eine Herausforderung. Kommt sofort, okay. Mal schauen, ob wir etwas Schwieriges finden. Die ist zu leicht. Viel zu leicht. Okay, dies ist eine Cerutti aus Cremona. So 100 Jahre nach Guarneri und Stradivari wurde sie ca. 1820 von Giovanni Battista Cerutti gebaut. Mal schauen, ob er sie erkennt. Pass auf, David, ich habe eine Schwere für dich. Ich liebe schwierig. Das ist nicht einfach.
Als erstes sperrt es Cremona. Dorioni? Sehr dicht dran. Aber spät ist Cremona, stimmt. Stimmt. Wenn es nicht Storioni ist, dann kann es nur einer seiner Schüler sein. Es gibt nur so wenige Geigenhändler, die können, was du kannst. Wirklich beeindruckend. Ist es Cerruti? Bravo! Ich wohne ja nicht ohne Grund in einem Bezirk, der mir sehr, sehr gut gefällt. Das ist Soho, also South of Houston. Hat immer noch so diesen Touch Europa, was ich sehr wichtig finde. Auf der anderen Seite ist man trotzdem mittendrin. Es gibt tolle Geschäfte, es ist eine ganz tolle Gegend und ist auch Künstlerviertel. Und da fühle ich mich sehr gut aufgehoben. Ich verbinde natürlich auch mit dieser Stadt den Anfang meiner Eigenständigkeit. Und in den letzten 3 Jahren habe ich natürlich viel mehr Zeit in Europa verbracht. Trotzdem würde ich New York nicht aufgeben wollen, weil das für mich was ganz Besonderes ist. Selbst wenn es hier nur 3, 4, 5 Wochen im Jahr sind, bedeuten mir diese 3, 4, 5 Wochen sehr, sehr viel. Davids älterer Bruder und bester Freund Alexander lebt ebenfalls in New York. Alexander ist ein erfolgreicher Jurist und leidenschaftlicher Pianist. Beide verbindet die Liebe zur Musik. David ist jedoch der rastlosere der beiden Brüder. Diese ständige Suche nach was Neuem, was Spannendes, was Herausforderndes, die ist tief in mir verankert. Und die ist auch der Ansporn. Du kannst so gut spielen, wie du willst. Wenn du keine guten Ideen darüber hinaus hast, was du machen möchtest, ist das Spiel toll. Und ich will das nicht herabwerten, aber das ist, du kannst doch mehr machen. Da ist doch noch mehr drin. Und dieses Mehr funktioniert halt nur, wenn dein Kopf auch nach Sachen sucht, die für dich die richtigen Projekte sind. David Garretts Crossover-Projekte entstehen überwiegend in Amsterdam. Nach 2 Jahren Zwangspause gibt es nun endlich wieder Proben mit seiner Band in den berühmten Visselord Studios, wo bereits Mick Jagger, U2 und die Foo Fighters ihre Alben aufgenommen haben. Für mich war die Struktur immer klassisch, auch wenn ich Metallica gemacht habe. Ich habe auch nicht Popschreiben gelernt, ich habe ja nicht Songwriting gelernt. Ich habe Symphonie und Klavierkonzert und Sonatenform gelernt zu schreiben. Und das ist eigentlich die Basis von jeglichem Arrangement. Egal, wie weit es auch von der Klassik entfernt ist. Hey, schön, euch alle wiederzusehen. Ist viel, viel zu lange her. Meine Güte. Hey, hallo. Davids Musikproduzent und Gitarrist der Band ist der Niederländer Frank van der Heijden. Hey, Mr. van Wichberg. Bodhi. Good to see you, my friend. Everybody, hey, habt ihr alle geprobt? Sind wir bereit? Ist ja nicht nur so, als wenn ich sage, okay, das ist die Gesangsstimme, das spiele ich mal nach. Also so leicht mache ich mir das nicht. Das ist ja auch wie eine einfache Melodie, die jetzt ein Beethoven irgendwie am Klavier spielen würde oder in seinen Notizen. Die einfachste Melodie überhaupt. Und die wird dann ein bisschen ausgeschmückt. Genauso mache ich das mit Popmusik. Es gibt eine einfache Melodie, die der Leadsänger singt. Dann setze ich mich daran und schmücke die so aus, dass es für mein Instrument passt. So weit weg von Beethoven ist das nicht. Keyboarder John Haywood ist ebenso wichtig bei der Ausarbeitung von Davids neuen Kompositionen. So etwas in dieser Richtung bin mir noch nicht ganz sicher. Oh, I love it.
Ideen für Crossover-Titel kommen David oft in Kreuzberger Plattenläden. Er liebt es, seiner Sammelleidenschaft für Vinyl nachzugehen. Meine Intention, wenn ich Platten suche, ist einfach so eine Sammlung von wirklich Klassikern. Rock, Pop, Jazz, R&B. Also ich bin jetzt nicht so auf der Suche nach was ganz Speziellem, aber ich will einfach es so zu Hause haben, dass egal für welche Stimmung, ich immer so die richtige LP habe. Ich liebe es ja auch, so kleine Ansätze von Klassik mit in die Rock-Arrangements mit reinzubinden. Zum Beispiel habe ich von den Rolling Stones ein Stück genommen, Painted Black. Und da habe ich Feuervogel von Stravinsky mit in den Mittelteil mit eingebaut. Das ist ganz interessant. Die wenigsten werden es heraushören, aber das war dann so eine Brücke zur Klassik, die keiner merkt, die ich aber spannend finde. Bis zu meinem 12., 13. Lebensjahr habe ich überhaupt keine CDs gehört. Es gibt irgendwie nichts Geileres, als eine Platte wirklich von Anfang bis Ende zu hören. Und bei CDs machst du dann doch immer vorwärts, wenn du eine Nummer nicht magst. Was ich schade finde, weil manche Sachen findest du erst beim zweiten oder dritten Mal gut. Das ist so wie Social Media. 10 Sekunden gefällt dir nicht, zack, nächste Nummer. Und du kommst nie in diese Phase, wo du dich auf etwas einlässt, musikalisch. Klassiker! Selbstbewusstsein kommt aus meiner Arbeit. Und ohne meine Arbeit geht es mir nicht gut. Die Arbeit gibt mir so viel. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendetwas vermisse in meinem Leben. Auch nicht familiär. Ich bin jemand, der Verantwortung für sehr, sehr wichtig hält. Und das ist halt die größte Verantwortung, ein Kind zu haben. Das darf man nicht leichtfertig einfach nur in der Nacht- und Nebelaktion hinkriegen. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Und ich bin immer noch der Meinung, ich hätte nicht die Zeit, um dem gerecht zu werden. Lässt man den Track mitlaufen, Jörg? Ja. Der Text ist von meiner Schwester und die hat wirklich eine ganz andere Begabung, wirklich auch Lyrics zu schreiben. Also ich habe 2-3 Mal probiert, Lyrics zu schreiben, also Texte zu schreiben. Habe ich selber gemerkt, das ist nicht meine Baustelle. Also da kann man sicherlich sich auch noch verbessern. Aber meine Schwester hat ein Talent dafür und die macht das super, super gerne auch mit mir zusammen. Insofern ist doch die beste Produktion ist ja in der Familie. Trotz aller Arbeit, auf Mallorca können David und Jörg noch einmal durchatmen, bevor die Welttour startet. Es gibt ja so die subtile Weise, das zu betrachten, so von wegen, hey, da ist er. Aber dann gibt es halt auch so die Variante, wo dann ganz laut, das ist der David Garrett. Und ich denke immer, oh Gott, ist das peinlich. Dann wird dann das aber auch wiederholt und wiederholt, der Garrett. Und dann denke ich immer nur, das ist so der Moment, da will man eigentlich so im Boden versacken. Das ist so Fremdschämen Deluxe. Du weißt, was ich meine, Jörg, oder? Ja, absolut. Ich stehe in der Reihe zum Boarden. Ich merke nur, wie plötzlich jemand den Arm um meine Schulter legt. Das Telefon nach vorne reicht zu demjenigen, der vor uns steht. Und dann die Wortlaut, mach mal ein Foto von mir und Garrett. Dann denkst du so,
gefragt werde ich nicht. So wie so ein mach mal Foto von mir und Eiffelturm oder irgendwie so. Und dann denke ich, what the fuck? Auch in Italien ist David Garrett ein Superstar. Okay, arbeiten. Lange bin ich aus dem arbeiten. Kolosseum kann ich mir später angucken. La prossima che sogniamo. Che sogniamo. Che sogniamo. La prossima che sogniamo per voi. La prossima che sogniamo per voi. E Smooth Criminal di Michael Jackson. Vor der spektakulären Kulisse der Caracalla-Therme wird er endlich wieder vor mehreren tausend Fans spielen. It's showtime! Ist natürlich immer schön, auch international unterwegs zu sein, aber wir spielen ja dieses Jahr nicht nur in Italien, wir spielen ja auch in Rumänien, in Südamerika, in Mittelamerika. Also es geht einmal rund um den Globus. Aber ich freue mich natürlich, die Kulisse ist toll hier. Band ist guter Stimmung, wir sind noch voller Energie, wir sind am Anfang der Tour. Dementsprechend kann es losgehen. Ist natürlich was Schönes, wieder auf der Bühne zu stehen, die Jungs dabei zu haben, das Ganze klein-klein hinter der Bühne und vor der Bühne auch austauschen, musizieren, Spaß haben, auch mal eine Diskussion haben. Das ist doch schön. So muss es sein. I'm fine with soundcheck. Das Schlimmste im Leben ist, wenn du auf die Bühne gehst und hektisch bist. Alles, was sich auf der Bühne langsam anhört, ist immer noch schnell. Das heißt, du musst Gas rausnehmen, Gas rausnehmen, Gas rausnehmen. Auch beim Reden. Ganz langsam reden. Und dann ist schnell genug. Man ist ja nie bei Perfektion angekommen. Das heißt, nach dem Konzert ist vor dem Konzert. Matze? Ja, bitte? Sollen wir? Jo. Los. Dann komme ich mal in deine Richtung.